Muffins und Ranken, die tiefschwarze Nacht. Was ist wahr, wo droht Gefahr und wer gibt auf mich Acht? Eine ungewisse Reise, Wettlauf mit der Zeit. Rätsel lösen, still und leise, wir sind jetzt bereit. Meine Güte, wie hast du das denn hingekriegt? Die Pflanze! Die Pflanze! Was ist denn mit der Pflanze? Das ist nicht so wichtig. Was machst du hier eigentlich? Ich... nichts. Ich wollte nur mal nach der Pflanze schauen. Aber du kannst doch nicht einfach hier reinkommen. Das passt den Mädels bestimmt nicht. Oh, sie werden mich jetzt wohl nicht verraten, oder? Bitte nicht. Okay. Wenn du mir versprichst, hier nicht mehr rumzuschleichen. Magnus? Versprichst du mir das? Ja, natürlich. Ich wollte nur gucken. Aha. Willst du auch eins? Nee, danke. Wie fandest du den Film eigentlich? Ja, war okay. Wahnsinn, oder? Die machen die Stunts alle selbst. Mit dem brennenden Autoreifen und mit dem Abgrund. Cool, was? Ja, total cool. Wollen wir uns hinsetzen? Mhm. Willst du echt keine? Nein. Räumst du auch so gerne auf? Lass mich in Ruhe. Ach, komm schon. Du hast alles vermasselt. Jetzt ist Lucy mit Kaya zusammen. Ja, das war genau der Plan. Es war sogar meine Idee. Denn jetzt merkt Lucy endlich, dass Kaya überhaupt nicht romantisch ist. Du willst mir sagen, dass das dein Plan war? Ja, und er wird funktionieren. Das verspreche ich dir. Okay, Lucy wird zwar sauer, wenn ich es dir erzähle, aber ich finde, du solltest es wissen. Was denn? Dass Lucy und Kaya jetzt ein Paar sind? 85% der Jungs können kein Geheimnis für sich bewahren. Bei den Mädchen sind es 92. Aber das tut nichts zur Sache. Du musst schwören, es niemandem zu erzählen. Ich schwöre. Lucy hat geträumt, dass du sie geküsst hast. Aber warum? Ich meine, sie findet doch Kaya toll. Das glaubt sie. Oder das hofft sie. Aber sie spürt schon, dass da was nicht stimmt. Oh, oh. Sie ist eingegangen. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Du hast doch gesagt, dass sie lebendiges Fleisch braucht. Vielleicht muss einer von uns... Willst du deine Hand opfern? Für eine durchgedrehte Pflanze? Einer von uns muss es machen. Losen wir... Ach, komm schon, du kleines grünes Ding. Komm schon. Wir müssen losen. Was losen wir? Sie braucht lebendiges Fleisch. Ah! Ah! Oh Gott, Nina, komm weg da. Weg, 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 weg. Wartet, hier... Pass auf deine Hände auf. Was ist das? Ich glaube, das sind Samen. So sollte es doch sein. Ein Kreislauf. Ein vollkommener Kreislauf. Jetzt haben wir wieder Samen. Also, das war jetzt das Ziel? Die müssen jetzt in die Wand. In die Zeichnung. Kriegen wir dann wieder eine neue Pflanze? Nein, es geht endlich weiter. Wir haben es geschafft. Wir müssen die Samen in die Wand stecken.
Heute Nacht. Und dann bekommen wir endlich einen neuen Auftrag und können meine Oma retten. Sibuna! Sibuna! Und war es wirklich so ätzend? Er hat ausschließlich von Sport geredet. Da war nichts Romantisches, wie in den Briefen. Gar nichts. Verrückt, was? Denkst du immer noch, dass er schüchtern ist? Nein, den Eindruck hatte ich nicht. Komisch. Und was glaubst du jetzt? Dass es vielleicht doch nicht Kaya ist? Ich weiß nicht, was ich noch glauben soll. Aber wer könnte es dann sein? Ich weiß es nicht. Weißt du, wen ich heute in der Schule getroffen habe? Den Mann deiner Träume. Wen? Max. Wir haben uns unterhalten. Er ist echt nett und lustig. Hör auf. Ich will nichts mehr von Kaya oder Max hören. Schlaf gut, Lotte. Der Tod und ich wieder zueinander finden. Wahre Liebe ist wie ein ewig brennendes Feuer. Ich warte. Vertraue auf dich. Und deine Liebe. Nina! Nina! Was ist los? Tut mir leid. Ich habe dich nicht wach gekriegt. Es wird Zeit. Okay. Victor, du bist so leise. Was trinkst du da? Ach, bloß ein Kräuterschnaps. Willst du auch einen? Was ist? Victor, bleib hier. Gut, selbstgemacht? Aus 30 verschiedenen Kräutern. Hisop, gemeiner Beinwell, Alant. Gut für die Nerven, für die Verdauung. Prost. Prost, ja. So eine gute Schleimerin. Das kann doch einfach nicht wahr sein. So schön mild. Zweifach destilliert, das ist mein Geheimnis. So mache ich das auch. Du stellst auch deinen eigenen Schnaps her? Ja. Wo denn? Im Keller. Ich finde das hier jedes Mal wieder gruselig. Hast keine Angst da. Oh nein, Victor hat alles vollgestellt. Hilf mir mal. Komm, ich helfe dir. Das interessiert mich jetzt wirklich. Wirklich? Mhm. Ja, dann komm mit. Was? Ich dachte, ich hätte was gehört. Ich auch. Victor! Delia! Öffne dein Herz für mich. Bitteschön. Oh. Ja. Also, hier habe ich alles gelagert.
schön. Das war knapp. Viel zu knapp. Ich dachte, jetzt hat er uns. Er ist auch. Wo sind die Samen? Ich hab sie. Komisch. Stimmt was nicht? Das hatte ich aber irgendwie anders hingestellt. Mann, ist das riesig hier. Das sieht ja ganz schön professionell aus. Bist du sicher, dass das so wichtig ist? Ja, das sind die Fächer für die Samen. Sie gehen nach vorne. Vielleicht waren die Samen einfach noch nicht reif genug? Warte doch mal. Also dann, mal Prost. Salute. Was ist das? Was? Das Geräusch. Felix! Ja, Mäuse, Ratten, hier wimmelt's von Ungeziefer. Und? Oh. Stark. Aber lecker. Stark, aber ehrlich. Selber gebraut. Wie lange müssen wir denn noch warten? Traum? Ich hab bloß Max, oder?